Es ist Donnerstag und Philipp Killmann aus der Redaktion ist da. Hallo. Hallo. Das Amtsgericht in Hameln bekommt bald einen Glaskasten. Erstmal so gesagt. Aber was genau ist es? So ähnlich. Also der Eingangsbereich, der wird verändert. Von dem von Amts- und Arbeitsgericht am Zehnthof. Und zwar, damit die Sicherheit erhöht wird und der Service, der sogenannte Bürgerservice, verbessert wird. Und ein Teil dieser Maßnahme, die dieses Jahr umgesetzt werden soll, ist eben, dass der Eingangsbereich sehr gläsern werden soll. Okay, also das ist eine Maßnahme für die Sicherheit und auch für einen reibungslosen Ablauf am Desk vorne. Ja, also die niedersächsische Justizministerin, die war gestern in Hameln zu Besuch und hat dann das unter anderem auch damit begründet, dass das gesellschaftliche Klima sich verschärft hätte in den letzten Jahren. Also viele Leute hätten eine geringere Hemmschwelle, wenn es um Auseinandersetzungen geht mit Mitarbeitern von Behörden, beziehungsweise ist die Aggressionsschwelle offenbar gesunken. Also um die Sicherheit der Mitarbeiter da zu gewährleisten, werden dann künftig auch so Taschenkontrollen, also finden glaube ich jetzt auch schon statt, aber künftig dann eben können dann Taschen auch durchleuchtet werden. Das erinnert so ein bisschen an Flughafenkontrolle so, ne? Ja, genau, das sagte sie in dem Zusammenhang auch. Okay. Soll also das Sicherheitsgefühl am Ende von allen erhöhen, also nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von den Besuchern des Amtsgerichts. Da wären wir dann auch wieder beim Bürgerservice, also die Leute sollen ein bisschen mehr bei der Hand genommen werden, sprich nicht mehr so orientierungslos durchs Gericht irren müssen, sondern werden da dauerhaft Ansprechpartner im Eingangsbereich haben, die dann die Leute ja im Zweifel auch bei der Hand nehmen und dahin bringen, wo sie hinwollen. Klingt erstmal alles ganz gut. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich dann morgen in der Zeitung von Philipp Killmann, auch online auf dwz.de. Sag noch ganz kurz, was es kosten wird. Die genaue Summe steht noch nicht fest. Im Moment wird von etwa 300.000 bis 400.000 Euro ausgenommen. Nicht auszuschließen, dass auch noch ein bisschen teurer wird. Okay, also vielleicht bis zu 500.000 Euro, die dann da am Ende für bezahlt werden. Aber genau, das weiß man noch nicht. Philipp Killmann findet das aber auch noch für euch heraus und schreibt euch erstmal einen Artikel für die morgige DWZ. Danke dir. Jo, danke dir. Mach's gut, ciao, bis morgen.